Damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Augsburg Trainerkarriere. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute das Halbfinale gegen Hertha BSC, gegen Leicester, gegen Bochum und dann noch die Partie gegen den HSV. Und dann in der nächsten Folge dann der Endspurt mit eventuell dem DFB-Pokalfinale und dem Finale in der Europa League und natürlich mit den letzten beiden Spielen in der Bundesliga. Wenn euch die heutige Folge, wie gesagt, gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergisst den Kanal nicht zu abonnieren und wir starten direkt mal rein mit dem Spiel gegen die Hertha aus Berlin. Ich werde dieses Spiel selbstverständlich selber in die Hand nehmen, werde mit einem kleinen spielen, dann darf Handwerker ran, ich denke auch mal wieder ein Winter, so wie ein Piatowski, rechts ein Haier und Günther darf auch mal wieder Einsatzzeit kriegen, Dorsch wird spielen und auch Rot und vorne mal Sikiri zusammen mit Hahn. Das wird ja die letzte Saison werden mit dem FC Augsburg und dann werde ich nochmal eine Saison in FIFA 22 angehen, damit die letzte Station hier in FIFA 22 bis zum Ende dann. Wir werden sehen, wo es hingeht, aber jetzt erst einmal das Spiel gegen Hertha BSC gewinnen. Eine außerordentliche erste Hälfte hier im DFB-Pokal-Halbfinale endet mit dem Ergebnis wie zu Beginn. 0:0 hier in Berlin, hier im Schnee in April. Nichts Ungewöhnliches, typisches Aprilwetter auf jeden Fall. 0:0 im Halbfinale des DFB-Pokals. Somit geht es in die Verlängerung hier im Pokal-Halbfinale. Sehr spannend. Ich hoffe, wir kommen ins Finale. 4:1. Okay, das war es wirklich. Ich glaube, dann passiert hier nichts mehr. Wir können zum Endergebnis springen. 4:1 führt der FC Augsburg hier gegen die Hertha BSC aus Berlin. Und wieder der Kopfball von Sihiri, keine Chance für Schwollo. Das war die Entscheidung. Wir stehen im Finale des DFB-Pokals. Auf jeden Fall hat dann mein System meine Audioaufzeichnung nicht aufgenommen. Wir gewinnen mit 4:1 am Ende standesgemäß und verdient gegen Hertha BSC und stehen im Finale gegen Leipzig, die 3:0 gegen Union Berlin gewannen. Und ich werde natürlich noch sehr viele Spiele hier in dieser Folge angehen. Erstmal Aymen Barkok möchte sich bedanken, dass er spielen durfte. Turnierpreisgeld 2 Millionen bekommen wir obendrauf. Bochum ist jetzt unser nächster Gegner. Wir gehen ohne Veränderungen in das Spiel und gewinnen mit 2:1 durch die Treffer von Lindström und Pepi. Lassou traf für Bochum. Und natürlich ist das sehr gut. Jetzt steht das Hinspiel im Halbfinale der Europa League an. Leihangebot auf jeden Fall mal für Dorsch. Straßburg möchte ihn für 2 Jahre ausleihen. Ich bin aber bereit, ihn nicht ziehen zu lassen, denn klar bin ich die letzte Saison hier in Augsburg. Aber ich möchte Augsburg dadurch auch nicht verschlechtern. Wegen Rhein gegen Leicester City, dann Hamburg. Wieder Leicester und auch unter anderem die letzten zwei Spiele, die ich noch in dieser Folge packe, nämlich die Partien gegen Leipzig und Fürth. Hier gibt es potenzielle Stellen für eine weitere Karrieremodusmannschaft. Natürlich ausgeschlossen sind Inter und Juventus Turin, die beide bereits hier beim Kanal auf jeden Fall zu sehen waren in FIFA 22, wenn dann wieder in FIFA 23, eventuell natürlich Inter Mailand. War nicht dabei, da es auch ein Rivale ist. Anstrak Knauf wurde zu Ende gescoutet, eine 75. Und somit gehen wir in die Highlights gegen Leicester.
Martin Hinteregger fehlt im Endspiel der Europa League oder fehlt im Rückspiel. Es gibt Elfmeter für Leicester City. Jamie Vardy gegen Svila. Und er schießt ihn daneben. Okay, wollen wir machen. Nach 58 Minuten 0:0 zwischen Augsburg und Leicester. Aber es sind sehr viele Fehlpässe hier heute dabei. Und es ist kein Abseits. Und da steht es 1:0 für Leicester. Man hat es geahnt. Man hat es wirklich geahnt. Leicester geht hier in Führung. Bitter. Sehr, sehr bitter, würde ich mal sagen. Hinten fehlt natürlich ein Verteidiger und Leicester ist halt eine abgezockte Mannschaft. Lieber, ganz ehrlich, hätte ich gegen Braga oder West Ham gespielt, aber nicht hier gegen Leicester City. Das ist ein sehr unangenehmer Gegner. 1:0 für Leicester City hier im Halbfinale, hier im wichtigen Halbfinal-Hinspiel der Europa League. Und wieder André Hahn in der 70. Und wieder der direkte Gegenangriff ist die Antwort. 2:2 und alles wieder offen hier im Halbfinal-Hinspiel. Was ist das denn bitte für ein Halbfinale? 2:2 zwischen Leicester und Augsburg. Somit stehen wir schon am 5. Mai 2022. Wir hatten das Spiel gegen Hamburg bestritten, haben es 5:1 gewonnen. Davor haben wir leider nur das 2:2 gesehen von André Hahn. Aber am Ende wurde es dann tatsächlich noch ein 3:2 Erfolg. Eine beste Ausgangslage für das Rückspiel, jetzt das letzte Spiel gegen Leicester City in dieser heutigen Folge und eventuell, wenn noch Zeit ist, die Partie gegen Leicester City, gegen Leipzig, die ich simulieren werde und dann in der nächsten Folge eventuell das Finale in der Europa League, dann das Finale im DFB-Pokal und das letzte Ligaspiel gegen Kräuter führt. Wir werden sehen, wo wir am Ende landen. Gehen natürlich jetzt in das letzte Spiel der heutigen Folge gegen Leicester City. Natürlich werde ich reagieren. Bringe einen Piatowski. Hinteregger hatte ja die rote Karte gesehen im Hinspiel. Ich werde auch Pedersen spielen lassen. Im Tor lasse ich mal den Körber eine Möglichkeit. Dann Rustisch zusammen mit Arne Meyer und vorne mal Sesko zusammen mit Hahn. Ansonsten passt die Aufstellung soweit. Und damit geht es rein in das Rückspiel gegen Leicester City. Leicester mit Schmeichel im Tor. Die Abwehr Spinazzola, Amati, Fofano und Castagne. Das Mittelfeld Lookman, Ndidi, Lime, Almiron und Zigankov. Und vorne Vardy. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Wollen das Rückspiel natürlich gewinnen. Was macht denn Nils Körber? Leicester ist zurück im Spiel. Leicester ist zurück im Geschäft. Weil Körber rauskommt. Warum zur Hölle habe ich diese blöde Taste gedrückt? Warum? 3:3, alles wieder offen. Wir schenken Leicester das Tor. Bitter. Damit geht es mit diesem 1:0 für Leicester City in die Kabine. Kein guter Auftritt von uns. Wir müssen uns an die Nase fassen und müssen natürlich im zweiten Durchgang besser spielen, damit wir ins Finale einziehen. Stand jetzt wären wir im Finale. Es ist noch ein kleiner Schritt zum Finale. Ein kleiner Schritt, Jungs. Ihr habt schon die Champions League geholt. Jetzt holt euch auch endlich mal die Europa League. Ein einziger Schritt noch bis zum Finale. Come on. 1:1. Wir wieder in Führung. Yes. Wir sind im Endspiel der Europa League. Ja. Nach einer
kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit. Jawohl, schnell vor. Ich möchte noch das Spiel gegen Leipzig simuliert haben. West Ham ist unser Gegner im Endspiel. Sie besiegen Braga 3-2 und in der Gesamtwertung ein 4-2. Okay. Jo, das war's dann wohl. Aus meiner Sicht machst du das gut. Turnierpreisgeld und Sperre ist abgelaufen. Damit ist Martin Hinteregger fit fürs Endspiel in der nächsten Folge. Jetzt gegen Leipzig noch einmal simulieren. Und es wird eine 3-1 Niederlage. Klar, dass wir europäisch spielen, das ist mir relativ klar. Entschuldigung für meine Stimme. Das letzte Spiel werde ich euch dann noch in der nächsten Folge präsentieren gegen Greuther Fürth. Allerdings, ich möchte in der nächsten Folge Leipzig simulieren und West Ham simulieren. Also nicht simulieren in dem Sinn, sondern spielen. Ich weiß, ihr wisst, glaubt, was ich meine. Natürlich in erster Linie nur das Spiel gegen Greuther Fürth werde ich simulieren, das Spiel gegen Leipzig und West Ham werde ich natürlich selber angehen. Wir schauen uns mal nochmal das Champions League Finale an. Atletico gegen City, das Europa League Finale, West Ham gegen Augsburg, hervorragend. Das Conference League Finale heißt Fenerbahce gegen Bodø/Glimt. Okay, gut. Und das DFB-Pokalfinale heißt Augsburg gegen Leipzig, hervorragend. Somit sind wir sehr gut gewappnet für die anstehenden Begegnungen, die wir natürlich angehen wollen. Wir wollen gegen Greuther Fürth bestehen. Und wobei ich gerade überlege, soll ich nicht das Spiel gegen Greuther Fürth euch präsentieren? Jetzt das letzte Spiel noch angehen. Weil dann können wir in der nächsten Folge die Saison beenden. Mit dem Saisonrückblick, ja, das machen wir so. Wir gehen rein in das letzte Spiel und es wird zum Abschluss ein 2-1. William und Pepi mit den Treffern und Itne mit der Führung für Greuther Fürth. Damit steht dann in der nächsten Folge das Spiel gegen Leipzig an. Die Forderungen von Dominik Schmidt sind mir im Endeffekt eigentlich scheißegal. Transferangebot. Okay, und wir bekommen 62 Millionen oben drauf. Okay. Ich würde allerdings sagen, wir werden dann gegen Leipzig in der nächsten Folge spielen. Und gegen West Ham auch. Wir schauen uns allerdings nochmal die Jobangebote an hier. Dortmund, Gladbach, Freiburg, Leverkusen, Hertha, Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig, Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Everton, Leeds, Liverpool, Manchester City. Natürlich wäre Liverpool interessant. Manchester City, Manchester United, Newcastle, Southampton, Tottenham, West Ham, Leicester, Wolverhampton, Burnley, Crystal Palace, Brighton und Brentford. Okay, so, monatliches Scouting-Update. Wie schaut es denn hier aus? Eigentlich nicht so optimal. Keine guten Akteure dabei. Deswegen werde ich hier alle mal ablehnen. Skarke verlässt den Verein in Richtung Beşiktaş, Istanbul. Okay. Ich würde sagen, dann in der nächsten Folge die Partie gegen Leipzig. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Heute in dieser Folge doch mehr Spiele, als ich erwähnt habe. Bis zur nächsten Folge. Morgen eine frische Folge. Endlich wieder der FCA Valencia Karriere. Bis dahin macht es gut. Bleibt am Ball und vor allem gesund.